Herkules lebt seine Leidenschaften. Unbezähmbare Wut gehört ebenso dazu wie erotische Abenteuer. Das große Gemälde des Franzosen Laurent de la Hire aus dem 17. Jahrhundert zeigt den gedemütigten Helden von seiner schwachen Seite. Der Sage nach war er als Sklave für 3 Jahre an den Hof der lydischen Königin Omphale verkauft worden, als Sühne für seine Freveltaten. Blinde Zuneigung veranlasst Herkules, seine Attribute abzulegen und sich der Königin Omphale zu unterwerfen, die auf seinem Löwenfell sitzt. Herkules verrichtet nun häusliche Arbeiten, wie hier das Spinnen, bleibt unbekleidet oder trägt Frauenkleider, bis er seine Verblendung erkennt und die schöne Königin verlässt. Hier ist Herkules der weiblichen Verführung erlegen. An seiner Seite steht Amor. Omphale und ihre Dienerinnen betrachten den Helden mit hingebungsvoller Geste. Nicht zufällig ist ein angekettetes Äffchen, das für Triebhaftigkeit steht, mit von der Partie. Vor der Palastarchitektur und einem Landschaftsausschnitt stellt die virtuose Lichtregie die Protagonisten besonders wirkungsvoll heraus. Das Bild gilt heute als ein frühes Meisterwerk des Malers, Zeichners und Kupferstechers de la Hire.